Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt irgendwo die Mathilde. Hallo. Was machen wir heute, Heinrich? Ich will ja nochmal bauen. Okay. Also Ressourcen habe ich schon besorgt, aber das Aufbauen braucht Zeit. Okay, ich sehe gerade, wir brauchen mal wieder. Scheiße. Hier heißt es gleich. Ja? Rinde. 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 Ich versuche ja immer noch unsere Rüstung so ein bisschen auf Vordermann zu kriegen, mal. Jo. Boah, ey, es dauert. Und das dauert tatsächlich, bis ich hier alles mal auf Reihe kriege. Ja. Immerhin, Heinrich, ich habe dir mittlerweile außergewöhnliche cimmerische Stahlschulterplatten gemacht und einen außergewöhnlichen cimmerischen Stahlhelm. Cool. Und der liegt in der Kiste bei mir? In deiner Kiste ist kein Platz mehr für irgendetwas. Es ist momentan noch in der Werkbank des Rüstungsschmiedes. Okay, das war mir mal bewusst, dass meine Kiste voll ist. Aber bis der mal hier so ein paar Steinchen baut, da vergehen ja echt Jahre. Ja, ich bin hier jetzt auch vor allem noch dabei, weil wir irgendwann auch mal wieder auf den Vulkan wollen, Rüstung der lautlosen Legion zu machen. Und dreimal darfst du raten, was wir dafür ganz viel brauchen. Gold. Ja. Echt? Aber ja. Weil für den Helm... warte mal. Für den Helm der lautlosen Legion braucht man nämlich zum Beispiel 6 alchemistische Grundsubstanz. Ja. Für den Oberschenkelschutz ebenfalls 6. Für die Schulterplatten auch 6. Ja, also ich habe schon 3 Eiernasen, Steinnasen, Eier. Oh, Steinnasen, Eier. Genau, 3 davon habe ich schon wieder in Dings gepackt. Ne? Ja, ist das Zeug noch gleich. Auf dem Kompost? So. Weil ich will da nicht zu viele Eier auf einmal drauf packen, weil ich Angst habe, dass die mir schlecht werden. Und ich glaube, ich hatte gerade irgendwas. Mir ist noch ein bisschen schlecht vom Essen, ey. So, ich gehe jetzt Bäume abhacken, weil wir brauchen Dingsbums. Bums, Blinks, Rinde. Genau. Nein, dafür nehme ich nicht Imhotep mit. Und Schlepperella ist ja gerade bei mir. Schlepperella ist bei dir, dann nehme ich Schlepper die dritte. Ich glaube, hier oben haben wir gefuscht, kann das sein? Krieg die Steine da nicht so richtig ran. Ach, die kann nicht aufsteigen. Das ist natürlich doof. Wie sieht's mit Schleppo aus? Ich sehe deine Beine. Du läufst so ein bisschen über mir. Ich bin im dritten Stock. Ach so. Dann ist das wieder anders. Krieg die echte nicht hin, Mist. Schitte. Egal, ich baue das jetzt hier auf. Ich nehme eine Steinnase mit zum Tragen. Wo ist Stony McStoneface? Kann sich auf jeden Fall besser werden als ein Kamel. Wo ist Stony McStoneface? Du darfst jetzt mit mir Dings besorgen. Bumsdings. Rinde. Also werden jetzt ganz viele Bäume gehackt. Du Umweltzerstörerin. Wachsen nach. Mir ist gerade aufgefallen, es ist ja kein Sturm mehr. Warum hatte ich noch die Sturmmaske auf? Weil es dir optisch gut gefällt? Nee. Das war bestimmt nur pure Faulheit.
Das will ich nicht abstreiten. Vielleicht. Schwefel können wir übrigens auch mal wieder gebrauchen, falls dir langweilig wird. Boah. Funktioniert eigentlich deine Aufnahme wieder vernünftig? Mit ja, das Programm musste wahrscheinlich nur neu gestartet werden. Das lag ja im Programm. Okay. Das Problem ist, dass ich nur habe, ich muss ja wahrscheinlich Säulen bauen, weil ich hier keine Steine... nicht genug Stabilität auf dem Sockel. Hm. Egal, ich baue erstmal, wie ich kann, und dann gucken wir mal. Mach das so. Wie gesagt, ich will es nur müssen hier voll haben, damit, falls hier Gegner kommen, die nicht hier einfach easy peasy alles kaputt machen. Dann müssen sie schon ein bisschen Arbeit reinstecken. Du wolltest ja noch so eine Außenschicht hier von diesem guten Zeug machen. Ja. Später. Stony McStoneface kann sich wenigstens im Gegensatz zu Kamel verteidigen. Ja, aber Kamel ist halt so kaulenmäßig, ne? Das ist... Man hat ja nie gesehen im Film, dass die mal beste Freunde wurden. Ich glaube nicht, dass die beste Freunde wurden, oder geworden wären, aber egal. Das war so meine Wunschvorstellung, darum habe ich das Kamel mitgenommen. Und ich glaube, da hinten wollte man die Mauer bauen, ne? Oh, fall mal runter hier, Junge. Oh. Du bist unser Architekt. Ja, ich muss erst mal gucken, wie ich bauen wollte. Genau, da kommt ja die äußerste Schicht. Da von deinem coolen Zeug. Oh, meine Fackel, ich sehe ja nix. Flamme an. Warst du schon wieder? Boah. Ach, ich glaube, ich hätte nur eine Spitzhacke mitnehmen sollen und nicht hier die Pickaxe-Dings. Ja, Spitzhacke kriegst du ja besser Rinde raus. Ich habe jetzt schon so viel Holz. Ja, das wird ja auch nicht schlecht. Ich könnte vielleicht noch bald was gebrauchen. Ah, okay. Also schmeiß das Holz nicht weg. Ja, genau. Ich glaube, wir wollten hier so ganz breit bauen. Ich glaube, ja, das wollten wir. Ganz fett. Du machst das schon. Aber hier lass mal einen Hohlraum. Auch so, ja. Ich vertraue schon voll und ganz drauf, dass du das schon machst. Aber der baut mir zu langsam hier. Der baut mir die Steine zu langsam voll. Ich habe extra die Ressourcen rangesammelt und dann braucht er Jahre, um hier Steinchen zu bauen. Ist mir früher nie so aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich noch nebenbei Ressourcen gesammelt habe. Wahrscheinlich. Also kleiner Tipp am Rande, niemals vorher die Ressourcen sammeln, das ist langweilig. Worauf arbeiten wir denn eigentlich gerade hinaus? Ich meine, ist klar, du baust gerade an der Mauer. Du baust unsere Basis gerade weiter aus. Ja, nur so ein bisschen Verstärkung, mehr wollte ich auch gar nicht. Ja, ist doch okay. Na? Weil wir könnten ja mal irgendwann demnächst mal wieder eine Purge machen. Ja. Aber es heißt ja nicht, dass die Purge hier stattfindet.
Ja, aber falls sie hier findet, will ich hier ein bisschen mehr Stabilität haben. Wir machen nur kontrollierte Purchase, ne? Also, wir entscheiden, wann das stattfindet. Scheiße, nicht dahin. Und nicht das Spiel. Das Spiel hat hier nichts zu entscheiden. Könnte natürlich schwer werden, wenn die Purge in der Basis im Norden stattfinden würde. Nur mal Pech. Im Norden ist ja niemand. Schlepparella, wo bist du denn hin? Aber da sind Säbelzahntiger. Unsere? Nee. Prinzipiell, aber wir haben ja eine Basis da oben. Das weißt du nur nicht, weil du nie da bist. Doch, ich hab's ja mitgebaut. Eine kleine Basis. Ich hab die aber mal umgesetzt, weil die Basis, die wir ursprünglich dahingestellt hatten, genau da war, wo ein Meteorit runterkommt. Die hast du umgesetzt? Ja. Komplett neu gemacht damals, ja? Ja. Dann war ich da wirklich noch nicht. Ist ja kalt. Wer will denn da schon hin? Wir wollten irgendwann auch nochmal in den Frostriesentempel. Ist auch kalt. Aber können wir irgendwann mal ja, machen. Ja, deswegen baue ich uns ja, arbeite ich ja gerade an unserer zimärischen, außergewöhnlichen zimärischen Dings da. Ja, Rüstung. Bumsdings. Genau. Wenn wir das haben, können wir gerne mal hin und uns die Eier abfrieren. Also meine ist, glaube ich, tatsächlich schon fertig. Scheiß Tierfähig ist im Weg. Verdammte Axt. Den hast du gebaut. Nee. Doch, habe ich. Den habe ich dahin gebaut. Aber das kannst du hochnehmen und ja umpacken. Das ist alles tutti. Den können sie auch von mir aus kaputt schlagen. Ist mir wurscht. La-di-da-di-da. Nee, ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich in den letzten Folgen wirklich nur damit beschäftigt war, gehärtetes Leder herzustellen. Ja, das tut auch irgendwie weh, wenn man die ganze Zeit dann halt stundenweise mit beschäftigt ist, sich da die Rüstung zusammenzustellen. Und dann man krepiert. Und dann darf man wieder stundenlang seine Rüstung da bauen. Ja. Brauchst du Holz in Reinform? Oder? Ja, reines Holz, also... Okay, da bringe ich dir 6000 Stück mit. Ja, so viel brauche ich nicht, aber wir werden ja bestimmt irgendwie was anderes zum Reparieren brauchen. Ja, im Zweifelsfall hätte ich sonst gesagt, hier Dingens... Also ich könnte noch wahrscheinlich 1000 gebrauchen. Den Rest kannst du den Zimmermann-Typen geben. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir das lagern. Ich hätte das sonst hier zu gehärtetem Holz oder wie das Zeug heißt. Ja, meine ich ja. Kann das ja umarbeiten. Geformtes Holz, geformtes Holz. Hat da zu tun. War doch der Zimmermann Tiny, oder nicht? Ja, irgendwie sowas. Warte, aber dann komme ich erstmal zu dir und dann kannst du aus Stony, McStoneface, da also das Zeug nehmen. Ich nehm's. Ja, okay, kann ich machen. Ich steck's eh ins Schlepparella rein, also. Voran. Ah, warte, ich komme mal zu dir hochgeklettert. Hallo! Lepparella steckt im Boden fest. Ja, die übt. Die läuft. Übrigens, ich habe hier mal was erwähnt. Hier, Utrid, deine Bebbernburg wartet. Hehe.
Und Kamel? Was für Kamel? Dieses Kamel war ein gutes Kamel. Ach, da. Ja, fantastisch. Das freut mich. Ist nicht auch einer von deinen Jungs letztens gestorben? Oder war das nur Kamel? Nee, Kamel, oder? Ist Nein-Nein okay. auch tot? Nee, Nein-Nein steht hier noch irgendwo rum. Ja, würde ich ja sagen. Der Typ davor okay. ist gestorben, aber ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Okay. Hier, Stony McStoneface hat Holz für dich. Ja, bitte doch mal stehen, Stony McStone. Irgendwas. Stoneface. Oh, ich bin ja dauerhaft überladen. Jetzt muss ich hier jetzt mal wieder was rausnehmen. Mach, glaube ich, mal ein paar Drachenknochenpfeile. Wir haben so viel Drachenknochen. Ja, weil wir so oft Drachenjagen gehen. Ich muss noch hier ein bisschen Platz schaffen. Ja, wenn ich hier auch ein bisschen die Mauer breiter gemacht habe, dann haben wir doch genug Platz für tote Freunde. Okay. Aber ich weiß schon gar nicht mehr, wer alles gestorben ist. Aber vielleicht sterben noch welche. Na, ich hoffe, die halten jetzt mal ein bisschen länger durch. So, wie schaut's hier aus? Also, deine außergewöhnlichen zimmerischen Stahlschulterplatten sind fertig. Der Helm auch. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich glaube, ich habe aber schon perfektionierte Schulterplatten. Nicht, dass ich hier doppelt und dreifach baue, deswegen. Das wäre ärgerlich bei so teurer Rüstung. Okay, also meine außergewöhnliche zimerische Rüstung ist fertig. Super. Das heißt, ich muss nur noch deine machen. So. Du hast bisher die Schulterplatten und den Helm. Das bedeutet, du brauchst noch den Oberschenkelschutz, die Handschuhe und die Stiefel. Und das war's dann erstmal wieder mit gehärtetem Leder. Ja, ich bin mal kurz AFK. Ich muss mal kurz, glaube ich, ins Schlafzimmer. Oh je. Ein Nuki-Vorfall. Mal guck ich mal, was hier unsere. Nee, die sind noch nicht so weit. Oh, hier ist ja auch noch so viel Holz. Und hier viel. Oh, auch Leute. Ach, Menno. Heinrich, wir haben hier noch unendlich viel Holz. Oh, aber das ist Schwefel. Inwiefern unendlich viel Holz? 10.000. Normales Holz? Ja.
hast denn da so viel gesammelt? Ich, weil ich so viel trockenes Holz hergestellt habe. Jetzt, bevor du gesammelt hast du jetzt gerade eben? Insgesamt jetzt? Also, es lag da schon. Ja. Boah, der hätte ich jetzt dieses Holz nicht sammeln müssen. Nö. Das ist gut zu wissen, müssen wir uns merken, wir haben Holz. Ja. Da kann man sich Zeit sparen. Ja. Das Gute ist, da ich gerade beim Kind war, hör auf dich zu bewegen. Ich konnte da hier ein paar Steine basteln. Ach, deswegen bist du zu mir. Ja, nicht nur deswegen. Mit Sorge gucke ich gerade aufs Babyfon, aber es... Die Kleine bewegt sich nicht mehr. Das ist gut. Braves Kind. Die letzte ein, zwei Stunden ruhig und dann kaum fangen wir an, Conan zu spielen, bewegt sich der Wurm. Kleiner Wurm. Von dem wollten wir doch noch einen Sarg. Ah. Ja, aber für kleiner Wurm musst du eine Gedenktafel schreiben. Ist doch nicht meine gewesen. Kleiner Wurm war deiner. Nee, warum kann ich da nicht bauen? Kleiner Wurm war doch deiner. Nein, Mann. Kleiner Wurm war deiner. Nicht genug Stabilität auf Sockel. Leck deine Mutter. Hallo, Minosch. Klepperella, ich brauch Stein. Stein. Ja, ich glaube, ich komme damit noch klar, was ich habe, hoffentlich. Ach, siehst du, für die mit schwarzem Eis verstärkten Sachen habe ich so viel isoliertes Holz gebraucht. Ja, es braucht mal eh. Das Stahlverstärkung. Das läuft nicht weg. Aber da kann ich ja mal ein paar Dinger machen, wenn du magst. Jo. Hier könnte man einen Winkel anbauen. Und dann brauche ich noch eine Linie, dann kann ich da ein bisschen mit Fusch verstecken und dann passt das. Und ich baue dir ein paar Fundamente aus verstärktem Eis-Dings. Ja, die kommen dann für die äußere Mauer. Da brauchen wir aber auch nicht komplett machen. Nur, sage ich mal, hier die unteren zwei Linien, wie du das schon gemacht hast. Und den Rest fuschen wir mit Sandstein. Sag mir einfach, wo ich die dann hinpacken soll. Ja, so wie die Mauer gerade steht. Einfach davor? Ja, einfach davor, wie du schon angefangen hast. Ganz einfach. Und den schiebe ich jetzt einfach ein bisschen vor. Kann ich nicht bewegen, interagieren? Nein, fuck, kann ich nicht mehr bewegen. Warum? Gehe ich mal langsam in deine Richtung. Abbrechen, zerlegen, interagieren. Der Tierfähig lässt sich nicht bewegen. Vielleicht, weil da Tiere drin sind? Ja, das dachte ich mir auch gerade. Ich wette, wenn du den leer räumst, kannst du den ganzen wunderbar... Ach, da ist er. Oh Gott. Klepperella, halt mal kurz. Immer alles hier zurück. Kannst auch gleich die Tiere schleppen. Ist auch jede Menge Scheiße drin. So. Dann müssen wir das mal wo aufbauen. Hier sind ja keine Bäume mehr am See. Ja, die habe ich alle abgehakt. Und doch nicht am See. Das sieht doch scheiße aus ohne Bäume. Die wachsen doch nach, Heinrich. Da hast du ja recht. Stimmt, ja. Ach, die Treppe fehlt ja immer noch hier. Schleppi! Oh, komm doch hoch hier! Hm?
Ja, ich glaube, die Haltung hier wäre nicht artgerecht. Das glaube ich aber auch. Erstens würden sich ja alle zerfleischen. Aber zweitens ist auch Platz zu wenig, zu wenig Platz hier drin. Aber hey. Ich weiß nicht, wohin mit den Viechern. Habe jetzt auch keinen Bock, da irgendwie lange nachzudenken. Einfach hier in den Tierturm. Seht, freut sich. Gucken wir mal, ob wir die ein bisschen verschieben können. Nur ein Stück nach vorne, für eine Mauer. Was für ein... Nee. Interagieren. Oder vielleicht muss der ganze Mist raus. Alles nehmen. Ja, ich bin überlastet. Ah. Heinrich gut. Oder auch nicht. Kannst du nicht aufnehmen. Nee, gerade kam noch ein anderes Symbol. Was war das denn für ein Symbol? Geh nochmal weg, da du Schlepperin. War das vielleicht Schlepperella, bei der du das Symbol hattest? Nee. Da war so ein... Da war doch... Du, ich kann auch einfach die Mauer, die dahinter ist, durch die Stein... mit Eis verstärktem Dinger ersetzen. Ah, das geht auch. Brauchst du Samen? Oder Mist? Du zerstörst die ganze Mauer wieder. Ich hau den Scheiße. Ah, bewegen. Zu spät. Ah, das ist doch irgendwie Schlepperella. Gewesen. Sag ich doch auch nicht. Da konnte ich ihr Befehlchen geben, wo sie hinrennen soll. Naja. Siehst du, kaum fange ich an, hier wieder Mauern aus schwarzem Eis zu bauen. Ja. Und dann? Ist ganz schnell das schwarze Eis weg. Ja, das ist halt so. Ey, schau mir nicht auf den Arsch. Ich schau dir gar nicht hin. Ich habe die Mauer angeguckt. Ja, dann ist ja gut. Deinen Arsch brauche ich nicht angucken, den kenne ich. Also, du schaust dir meinen Popo nicht gerne an. Den kenne ich so gut, da habe ich schon eine Map von. Brauchst du eine Karte für meinen Arsch? Nein, so war das nicht gemeint. Kann ich den Topf verlegen? Oh, ne, guck mal, den Topf kann ich zurück ins Inventar nehmen. Jetzt lenk nicht ab. Ja, guck, dann kann ich hier das hier machen. Heinrich, lenk nicht ab. Und jetzt kann ich hier auch noch einen Stein rein. Dann ist das voll. Ja, hier bin ich zu faul für. Den könnte man vielleicht nochmal wegnehmen. Schau an, jetzt ja auch noch schwarzes Eis. Jo. Da bin ich jetzt mit der Ecke so ein bisschen fertig. Ich könnte noch ein bisschen schön arbeiten machen, das kann man aber irgendwie nebenbei mal machen. Muss ja jetzt nicht sein. Oh doch, da sehe ich noch was. Oh. Ich glaube, wenn die so zwei hoch sind, reicht das schon. Sieht aber kacke aus, wenn das eine halbe Mauer ist. Ach, Pappelepapp. Dann bringe ich meinen... Achso, ich kann ja das Zeug hier wieder aufstellen. Den Tierferch. Ja, Tierferch, was war das hier? Leibeigenen Topf. Fast dasselbe. Ach, warum ist da meine Truhe so voll? Da war ja auch noch Stein. Was weiß ich, weil mein Messi sitzt. Da ist auch noch Stein und Holz drin. Hätte zwar nicht gereicht, aber.
der Typ ist voll. Oh, ich bin das Zeug losgeworden. Juhu! Zeug? Stein und das Holz. Ich habe einen Platz in der Kiste gesucht. Haben halt so viel Scheiße. Jo. Ich brauche mehr isoliertes Holz. Das heißt, ich brauche Harz. Wo kriegt man das denn her? Indem du Holz trocknest. Das machen wir wo? Hier. Ampfen trocken bestellen. Da hast du 13 Harz. Ja, ich brauche ein bisschen mehr Harz. Ja, das dauert da wahrscheinlich ein bisschen. Vor allem brauche ich Rinde zum Trocknen. Wie viel Harz brauchst du denn? Möglichst viel. Das klingt möglichst nicht gut. Ich brauche es halt, ich brauche halt isoliertes Holz, um hier diese schönen Mauern zu bauen. Für isoliertes Holz brauche ich Harz. Ja du, das kann ja auch nichts für. Das Harz wächst nicht auf den Bäumen, du. Jo. Na, ah, ich komme hier nicht durch. Ups. Ah, jetzt könnte ich ja hier oben die Mauer auch weiterbauen. Hm. Alles, was ich so liebevoll jetzt hier mit dem mache. Hm? Warum fällt hier was zusammen? Weil ich da was ersetzt habe. Ey, die Brocken fallen hoch. Gott sei Dank ist die Animation schon. Hochfallbrocken. Ach komm, ich baue die Dinger noch jetzt zu Ende, Mensch. Ich hätte es ja schon gerne, dass hier irgendwie die Außenmauer komplett aus schwarzem Eis. Nee, das ist Verschwendung. Wir greifen eh die unteren Mauerteile an. Jetzt sieht aber schön aus. Ja, aber nein. Dann lass uns lieber an den Rüstungen arbeiten. Ich mache hier auch nur noch die Mauern 2 hoch, damit das mit der anderen Mauer passt. Und dann ist das Thema hier erledigt. Mein Gott, ich muss Silberstaub nachlegen. Hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal passiert. Keine Bange, Silberstaub haben wir ganz viel. Ja, weil wir ganz viele Münzen haben, oder? Ja, aber auch so haben wir sehr viel Silberstaub. Da fällt mir ein, ich guck mal, was unsere Kieselnäschen machen. Ach, sie sind noch nicht fertig. Huch, hier ist ja auf einmal so viel Platz. Ja. Oh, hier muss aber noch was eingesetzt werden. Ja, Winkel oder so, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt jetzt machen. Oder vielleicht noch diese Folge, mal gucken. Alle. Aber das können wir mal so nebenbei machen, das ist jetzt nicht so... Vielleicht kann ich da auch diese Winkel an der Wand da ein bisschen hübscher machen. Ich meine, jetzt ist die Folge eh schon fast vorbei mit Bauen, also... Wir haben uns noch nicht mal von unserer Basis wegbewegt. Oh. Ja, ist eine faule Folge.
Ach, wenn es schon eine faule Folge ist, dann gehe ich noch mal Dings holen. Hier, wie heißen sie gleich? Krabben und so. Dass wir genügend Fundsekret bekommen, damit wir genügend alchemistische Grundsubstanz herstellen können. Ich kümmere mich zurzeit echt nur noch um diese scheiß alchemistische Grundsubstanz und Gold und Ach Mist, das hätte ich nicht machen sollen. Na, kriegst du was nicht hin? Hast du was kaputt gemacht? Ja, das ist normal. Ich hab was kaputt gemacht, ja. Der Zerstörer. Ich weiß nicht, ob ich das Loch wieder geflippt kriege. Na, ich hoffe es doch. Wenn nicht, ich kann meinen Fusch verstecken. Ah. Jetzt nur hätte ich das einfach da aufgebaut. Das hätte auch funktioniert. So. Was haben wir, diese Kackhalden-Dinger? Dann kriege ich da. Ich glaube, ich brauche eine zweite Ölpresse oder so. Ölpresse nur für verdorbenes Fleisch. So, ist nicht schick, aber modern. Wohl, damit es keiner sieht, komm mal her. Nein, kann ich nicht bauen. Ach, das heißt nicht Ölpresse, das heißt Flüssigkeitspresse. Oh. Darum hast du es gerade nicht gefunden. Geformtes Holz. Na, dann mache ich doch nochmal zwei Pressen, damit ich genügend Platz habe hier für das ganze schlechte Essen. Ja, mir fällt das nicht so auf. Ach, hier war ja auch noch eine Seite. Oh, nee, ne? Dö-dö-dö-düm. Was denn? Gar nichts. Warum hast du es jetzt gemacht? Weil du festgestellt hast, dass da noch eine Seite ist. Ja, ich hab die vergessen. Du hast die vergessen. Oh. Scheiße. Ich hab meinen Fusch vergessen. Das heißt für dich, du brauchst dann noch mehr von diesem Eisenscheiß. Aber bevor ich da runtergehe, hier Schlepperella, nimm mal das Holz und das Stein. Ich hole noch mal ein bisschen Stein und dann gehen wir da mal runter gucken. Krass, dann habe ich dann echt das ganze Stein, was ich gesammelt habe, echt verballert. Ah, in der Kiste von mir hatte ich ja noch was. Ah, nee, ist ein Goldbarren. Holz. Ein bisschen Stein.
Ja, ich weiß, dass die Schalentiere nicht zermatscht werden, aber irgendwann werden die schlecht und dann werden sie zermatscht. Ach, so viel ist das hier gar nicht. Oh, hier ist ja noch ganz viel Wundsekret. Also es wird eher noch eine Mauer für dich werden. Also man kann sie oben vielleicht mit Sandstein machen, dass du vielleicht hier unten ein bisschen Material sparst. Ah, hier machen wir dann wirklich nur zwei Steine. Dann sparst du Material. Es lebe Sandstein. Hopp, hopp, hopp. Ich glaube, ich muss nochmal hoch. So, wollen wir einen Break machen? Nein. So, Entschuldigung, was willst du noch machen? Ich wollte noch ganz kurz diese eine Stelle hier machen. Ach so, okay. Braucht nicht lang. Okay. Was wollen wir eigentlich nächste Folge machen? Nicht bauen. Schlepperella! Ach, da bist du, Gott sei Dank. Weiß nicht. Eispalast? Ja, bei dir fehlen allerdings noch die Handschuhe und die Schuhe. Nee, ohne, mit kalten Füßen gehe ich da nicht ins Eisgebiet. Da friere ich mir ja alles ab. Ach du Jemine. Es könnte sogar sein, dass es eventuell reicht. Ich stelle jetzt hier gerade nochmal gehärtetes Leder her. Vielleicht reicht es ja für die Handschuhe und die Schuhe. Die Katze dreht wieder durch. Ja, ist normal. Unsere Katze halt. Hallo, durchgedrehte kleine Katze. Ja, ich bin sehr guter Hoffnung, dass ich dir deine außergewöhnliche zimärische Rüstung noch vervollständigen kann. Hm, sagt Heinrich. Hm, ja, weil ich die letzten Steine nicht so kriege, wie ich will. Ich wollte das nämlich hier so offen lassen, da wo du dann hinbauen sollst. Aber ich krieg da jetzt nichts ran. Ah, ich habe keine Steine mehr, das ist das Problem. Ja, aber von mir aus können wir auch die Folge beenden und dann mache ich den Rest hier in Offscreen und dann ich mache in Offscreen deine Zimera-Rüstung fertig. Genau. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.